Es war wirklich unerwartet. Die Ironie ist, dass ich, das hat alles damit begonnen, dass meine Frau und ich nach Ägypten gefahren sind. Und wir hatten absichtlich Ägypten gewählt, weil ich meiner Frau versprochen hatte, daraus wird sicher kein Kunstprojekt. Ich war mir sicher, nee, das wird mit Kunst nichts zu tun haben. Wir kommen einfach als Touristen, da wird mir schon keine Idee kommen. Nach einer Woche in Unterägypten waren wir dann in Oberägypten, also im Süden des Landes, und da waren wir im Tempel des Seti des Ersten in Abydos. Und dort habe ich ein Relief gesehen, da ist mir ein Licht aufgegangen. Ich habe dieses Relief habe ich gesehen, ja. Ist eigentlich so eine ägyptische Standardszene, also die Gottheit reicht dann dem Pharao das Ankh, ja. Also dann habe ich, mein Blick hat sich auf dieses Ankh gewendet. Und da habe ich gesehen, das Ankh, das kennen wir ja alle, also ich kenne das als Symbol, aber plötzlich sehe ich es hier als Teil der Handlung. Also mit anderen Worten, Symbol wird Teil der Handlung, Symbol Teil des Bildes an sich, denke ich mir, okay, ich frage mich, ob das auch eine Hieroglyphe ist. Und dann schaue ich mich um in dem Relief und sieh da hast du das Ankh. Da wurde mir klar, dass du in der altägyptischen Kunst, dass du wirklich eine Vermengung von Bild, Symbol und Text hast. Ja? Also dass Bilder und Texte nicht nur kombiniert sind, so zwei parallele Welten, die man kombinieren kann, aber niemals fusionieren, sondern dass du hier wirklich in der altägyptischen Kunst etwas hast, das eine Vermengung von Bild, Symbol und Text ist. Ja? Seitdem nenne ich das auch Bild, Symbol, Text, quasi wie ein Wort. Ja? Image, Symbol, Text. Dass das, was wir als das Bildelement empfinden in der altägyptischen Kunst, dass das eigentlich eine Ansammlung von Hieroglyphen auch ist. Das heißt also, dass das Lesen von Hieroglyphen ist ja eigentlich auch ein Betrachten von Bildern. Und das Betrachten von Bildern ist eigentlich auch ein Lesen, nicht wahr? Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil eben die Bildelemente aus Hieroglyphen quasi bestehen. Es gibt also nicht nur, weißt du, nicht nur kann man Bild und Symbol und Text im Altägyptischen kombinieren. Werden sie miteinander in ein größeres Ganzes verbunden, sondern man versucht sogar eigentlich die Trennlinien zwischen diesen drei Kategorien quasi aufzulösen. Durch die Integration dieser drei Elemente erreichst du Sachen, ein Ganzes, das größer ist als die Summe seiner Teile. Das hat mich wirklich fasziniert.